Hi Leute, das ist Sanu hier. Ich zeige euch heute, wie ihr an alle 18 exotischen Ausrüstungsgegenstände in Division 2 kommt. Das ist schon inklusive des Project Resolve Season 3. Dort gibt es ein paar Handschuhe, die ist das finale Design noch nicht da. Die habe ich trotzdem mit eingefügt, weil es zu 99%iger Sicherheit klar ist, wo man die herbekommt. Deswegen sind die da mit drin. Das heißt, wir haben alles abgedeckt, was das angeht. Ansonsten lasst mir gerne Abo-Like da. Über 70% von euch, die haben nicht den Abo-Button geklickt. Kostet euch nichts, mich freut's. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000, würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten schaut gerne bei uns im Discord vorbei, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, direkt mal auf den Heiler gesprungen, weil unser nächstes exotisches Item, die BTSU-Datenhandschuhe, sind perfekt für einen Heiler. Für andere Fertigkeiten will es auch, aber ein Heiler ohne die BT-Handschuhe ist fast undenkbar. Pass auf, die sehen nicht nur cool aus, die schreien nach Black Tusk, aber da kommen wir gleich zu. Die sind halt komplett Fertigkeiten bezogen, ihr seht's, und haben das Talent Übertragungsübertaktung. Gewährt 15% Drohnenstock-Fertigkeiten Tempo pro Fertigkeiten-Rang, Alter. Bei der Explosion eines Drohnenstocks werden die Fertigkeiten-Cooldowns zurückgesetzt und sie erhalten 15 Sekunden lang Überladung. Verbündete, die unter dem Einfluss dieses Effekts stehen, können ihn erst nach 120 Sekunden erneut erhalten. Das ist richtig cool. Ihr könnt, wie gesagt, euer Drohnenstock ist ultra schnell wieder da. Der flippt richtig aus. Ihr könnt, wie gesagt, die Überladung triggern, wenn ihr den kaputt macht, den Drohnenstock, bevor die letzte Ladung abgefeuert wurde. Und könnt euer ganzes Team in Überladung versetzen, könnt denen ihre Wiederbelebungsdrohnenstöcke zurückholen und einfach ein bisschen, das kann man ultra strategisch einsetzen. Sehr, sehr geile Sache. Also darf auf keinen Fall fehlen, und besonders in Heiler-Builds nicht. So, wo bekommt ihr die her? Ganz klassisch, klar, exotische Behälter und zielgerichteten Loot für Handschuhe. Zusätzlich, dadurch, dass es ganz klar ein Black Tusk-Item ist, ihr könnt es von Black Tusk bekommen. Und das nicht nur von den Bossen, ich habe es schon ein paar Mal von normalen Black Tusk Mobs gedroppt bekommen, auch in der Open World. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen Glück haben. Ich würde euch empfehlen, einfach fokussiert euch hier auf die Missionen, die Invasierten und auf die Festungen. Und dann sollte das kein Problem sein, dass ihr da recht zügig drankommt an die Handschuhe. Unser nächstes exotisches Ausrüstungsteil sind die Handschuhe Blutige Knöchel. Die Dinger haben ein sehr, sehr starkes Talent, was aber auch eine ganz spezielle Art und Weise fordert, um sie zu aktivieren. Das heißt, man muss schauen, je nach Spielstil, wie es reinpasst. Für einen Tank tatsächlich sehr, sehr geil. Für Builds, die ein gutes Schild haben, ein starkes Schild, viel Rüstung haben. Weil, passt auf, das Talent heißt über das Ziel hinaus. Oh, über das Ziel hinaus rausgedrückt. Über das Ziel hinaus wird einem Gegner mit einer Granate oder einem Nahkampfangriff, das ist das, was ich eben angesprochen hatte, Schaden zugefügt, wird Rotsehen aktiviert. Das ist ein kleiner Buff, den ihr dann bekommt. Rotsehen gewährt plus 25% Waffenschaden und 100% Nahkampfschaden, der unerheblich ist. Rotsehen hält 20 Sekunden lang an und hat anschließend einen Cooldown von 60 Sekunden. Während man in diesen 60 Sekunden Cooldown ist, wenn man da den Gegner nochmal angreift mit einem Nahkampfangriff, verschwindet dieser Cooldown. Nach einem weiteren Angriff habt ihr den Buff wieder aktiv. Das heißt, ihr müsst diesen Spielstil umarmen und müsst schauen, dass ihr immer um die Gegner rumtänzelt, um das Maximum da rauszuholen und immer wieder die Gegner mit einem Nahkampfangriff trefft. Wenn ihr das machen könnt, dann haut das richtig rein. Wie gesagt, mein letztes MP-Bild, das ich gemacht habe, da sind die Knöchel auch mit drin. Das ist so schon sehr, sehr stark, und wenn man dann die Knöchel richtig ausnutzt und dem mit dem Nahkampfangriff Gas gibt, dann flippt das richtig aus. Also sehr, 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 sehr coole Teile, auch im Raid total geil und in der Incursion richtig stark. Also definitiv wert, die zu farmen. Ich habe die am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber die Dinger sind wirklich richtig stark. Wo bekommt ihr die? Also die gab es im Titel-Update 16 als Season-Belohnung in der Season 10. Und jetzt könnt ihr sie über exotische Behälter und zielgerichteten Loot für Handschuhe bekommen. So, bei dem nächsten blende ich euch mal nichts ein, weil das finale Design da quasi noch gar nicht feststeht. Auf dem PTS stand jetzt, wenn ihr das Video schaut, vor der Season 3, die am 6. Februar beginnt, oder danach, die Art und Weise, wie ihr da rankommt, die wird wohl, ich sag mal,
zu 99% wird sie so sein. Diese Handschuhe, die haben das Talent Iron Grip und die geben einem, es ist sehr, sehr speziell, 50% weniger Recoil, wenn man aus der Hüfte feuert und wenn man in Cover sitzt und so ein Blindfire macht. Quasi so ein Schießen aus der Hüfte, ne? Das wird verbessert mit diesen Handschuhen und hier Schießen aus der Deckung raus, ohne anzuvisieren. Das wird auch verbessert mit denen. Ich weiß nicht, ziemlich speziell. Sie ist halt noch nicht gestartet, man wird das austesten müssen. Aber ihr werdet sie mit, wie gesagt, 99%iger Sicherheit über den Season Pass, über die Season Belohnung in der Season Strecke bekommen. Irgendwas zwischen 80 und Level 80 und 100. Da verwette ich alles drauf. Kommen wir zum nächsten Ausrüstungsteil und eines der sehr, sehr guten, sehr, sehr starken und mit wichtigsten Items, exotischen Items für Fertigkeiten orientierte Builds. Wenn man da Spaß dran hat und gerne Fertigkeiten Build spielt, dann kommt man an dem Wellen vom Holz dann nicht vorbei. Ist komplett auf Fertigkeiten basiert, ihr seht's, und hat das Talent Wechselstrom. Erzeugt bei einer ihrer Fertigkeiten jede Sekunde einen Stapel von 3% Fertigkeiten Schaden bis einem Maximum von 10 Stapeln. Nach 10 Stapeln auf dem Maximum wechseln die Stapel zu ihrer anderen Fertigkeit. Der Prozess setzt sich endlos fort. Heißt, ihr habt immer wie so eine in Wellenform quasi. Hier, ihr spielt mit Drohne und Geschütz und dann seht ihr hier, dass die rechte Fähigkeit, in dem Fall wäre es jetzt meine Drohne, jetzt gleich am Maximum 30% mehr Damage macht. Und jetzt schwappt es gleich über. Und jetzt geht es wieder zurück und jetzt verteilt sich das Ganze, während die rechte dann etwas weniger Damage macht, wird die linke halt immer mehr machen, was jetzt das Geschütz wäre. Dann hält es ein bisschen an und wechselt dann immer wieder hin und her. Sehr, sehr cooles Ding, wie gesagt, wenn man Fertigkeiten-Builds spielt und gerne aus der Deckung raus spielt, dann kommt man an den Bellenformen nicht vorbei. Wo bekommt ihr das Ding her? Das Ding gab es damals, ist schon echt lang her, in der Season 4 als Belohnung. Und jetzt könnt ihr sie aus exotischen Behältern und zielgerichtetem Loot für Holster bekommen. So, kommen wir zum nächsten exotischen Item, auch wieder ein Holster und ja, der ist gar nicht mal so gut, meines Erachtens nach. Das Ding heißt Blitzschlag und ist sehr defensiv aufgebaut, hat das Talent Defibrillator. Wenn Blitzschlag ausgerüstet ist, wird die Dauer der Betäubung durch den Statuseffekt Schock um 50% reduziert. Die Verwendung eines Schildes verleiht 100% Nahkampfschaden. Die Verwendung von der St. Elmo's Engine mit dem Holster verleiht 100% Nahkampfschaden und der nächste Nahkampfangriff versetzt dem Ziel einen Schock. Die Verwendung aller drei Objekte gewährt alle drei Boni und der Schock des Nahkampfangriffs wirkt in einem Radius von 5 Metern um das erste getroffene Ziel. 15 Sekunden Cooldown. Viel Blablabla für nix. Ich keine Ahnung. Meines Erachtens muss das Ding überarbeitet werden. Das macht weder Bock, noch macht das großartig Sinn, das Teil. Da reicht es einfach, die St. Elmo auszupacken und gib ihm. Das kann man den Slot für was deutlich Besseres verwenden, als für den Holster. So, wo bekommt ihr den her? Den gab es im Titel-Update 18, Jahr 5, in der ersten Season. Gab es den als Season-Belohnung. Und wo bekommt ihr den jetzt her? Über exotische Behälter und zielgerichteten Loot für Holster. Unser nächstes Exotic ist der Imperiale Dynastie-Holster. Und der hat ein sehr, sehr cooles Talent, aber ist ein bisschen zu wenig. Da müsste meines Erachtens noch ein zusätzlicher Effekt, noch ein zweiter Effekt mit drauf, damit man es mal öfter benutzen könnte. An sich, wie gesagt, von der Idee her und so, sehr, sehr cool. Das Ding, Fertigkeiten orientiert, mit Statuseffekte und Gefahrenschutz noch mit drauf, hat das Talent Drachenblick. Im Kampf wird dem in einem Umkreis von 20 Metern am nächsten stehenden Gegner Brand zugefügt. Hier könnte der Cooldown ein bisschen niedriger sein, besonders im PvE. Und halt wie gesagt einen zweiten Effekt noch mit drauf. Weil 35 Sekunden ist halt schon eine Hausnummer. Ne? Klar, wenn das prockt und so, dann ist schon cool. Aber da könnte noch so ein bisschen mehr sein. Wo bekommt ihr das Teil her? Exotische Behälter, zielgerichteten Loot für Holster und wenn ihr in New York seid, könnt ihr hier mit einer erhöhten Chance, geht ihr nach Two Bridges, geht in die Mission gestrandeter Tanker und dann am Ende bei Vivian Conley habt ihr die Chance, dass sie ihn auch nochmal mit einer etwas größeren Chance fallen lässt. Ja, auch wenn hier dann Holster wäre, als zielgerichteten Loot könntet ihr da, ja, hättet ihr nochmal die eine extra Chance.
Der exotische Holster Dodge City Revolver Helden Holster, der ist ja sehr speziell, essentiell für manche One-Shot-Builds, besonders in Raids und sowas, ist der sehr, sehr beliebt. Und ohne ihn geht's tatsächlich gar nicht. Aber im Alltag ist das Ding tatsächlich nicht ganz so gut. Es hat seine spezielle Daseinsberechtigung, wie gesagt, in entsprechenden Modi und in bestimmten Situationen. Aber ansonsten generell ist es kein Alltagsexotik, was man so in locker in jedes Bild integrieren kann. Aber wie gesagt, für das, was es kann, in dem und dem Moment, ist es das Must-Have. Wie man da rankommt, ist auch eine ganz spezielle Sache. Wir gehen mal kurz erstmal auf den Rest ein. Komplett offensiv aufgebaut. Und ihr seht schon, dass das Ganze für Pistolen gemacht ist. Wir haben Waffenhandling drauf, wir haben Kopfschussschaden drauf. Und wir haben das Talent schneller Schütze. Während die Pistole im Holster ist, erhält man 0,3 Sekunden lang eine sich bis zu 100 Mal stapelnde Stärkung. Wenn man zur Pistole wechselt, verbraucht der erste Schuss die Stärkung und fügt pro Stapel 10% Schaden zu. Außerdem fügt jeder Treffer Kopfschussschaden zu. Das Ding ist absolut brutal für, wie gesagt, in manchen One-Shot-Situationen. Was geht hier ab? Alter! Mach mal kurz hier mal sauber. Ich will doch nur erklären hier. Mach doch draußen weiter. So. Auf jeden Fall in manchen One-Shot-Situationen ist es, wie gesagt, unerlässlich. Und das erreicht ihr halt nur über diesen Holster. So, jetzt die Frage, wie kommt ihr an das Ding ran? Und zwar, passt auf, die Blaupause dafür bekommt ihr bei Inaya. Und die findet ihr, ne, wie gesagt, im Weißen Haus, neben der Crafting-Station, direkt rechts daneben. Die quatscht ihr an und dann könnt ihr dort die Blaupause bekommen, solltet ihr sie noch nicht haben. So, wenn ihr die habt, dann bekommt ihr im Projekt Holster Intel, gehe nach Westen Agent. Und dafür geht ihr ins West End Territorium und dort zur Ufertankstelle. Und wenn ihr die Ufertankstelle erledigt habt, den kompletten Kontrollpunkt, und solltet ihr diesen Lederriemen, genau, so war das auf Deutsch, diesen Lederriemen solltet ihr hier bekommen, den ihr dann spenden könnt. Wenn ihr das dann abgeschlossen habt, bekommt ihr, wie gesagt, ein neues Projekt. Das geht noch ein bisschen so weiter. Und das sollte heißen The Good, The Bad and The Evil. Und dort müssen 3 verschiedene Items gespendet werden. Den Lederholster, den bekommt ihr von Stufe 4 Kontrollpunkten der Hyena. Da müsst ihr drauf achten. Schaut, dass die auf Heroisch sind auf Stufe 4 und dass es von den Hyena ist. Macht es auch am besten in der Reihenfolge, um jegliche Fehler auszumerzen. Also macht zuerst Stufe 4 Kontrollpunkte der Hyena. Dann bekommt ihr den Lederholster bei den True Sons. Dort schaut ihr hier, heroische Kontrollpunkte der True Sons. Das ändert sich immer und ist jetzt nur bei mir hier True Sons. Und danach gibt es die Hammer Guards. Und dort müsst ihr zu einem Outcast-Kontrollpunkt auf Stufe 4. Und die entsprechenden Gegner sollten einen Cowboy-Hut tragen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, das ist alles schon so lange her. Aber ja, wenn ihr die platt macht, solltet ihr diese 3 Sachen bekommen für das Projekt. Dann spendet ihr den ganzen Kram. Danach solltet ihr das letzte Projekt bekommen, Showdown at the High Noon Saloon. Und da befinde ich mich gerade schon. Dort müsst ihr müsst halt auf eure Uhr schauen. Das ist ganz, ganz wichtig. High Noon, das ist 12 Uhr mittags. Könnt ihr in-game, könnt ihr es ja oben sehen. Wir haben jetzt hier 10 vor 8. Ihr müsst schauen, dass ihr um kurz nach 12, das dürft ihr nicht falsch machen. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass das auch ein Chaos war früher. Schaut, dass ihr wirklich um kurz nach 12 hier seid. Am besten, ihr seid am Weißen Haus und geht so, keine Ahnung, 1 Minute oder 2 Minuten vor 12 los oder direkt um 12 Uhr geht ihr los. Das ist direkt hier. Ihr sitzt hier auf der Karte, hier in dem Gebäude, und wenn ihr alles richtig gemacht habt und ihr hier reingeht, dann seht ihr ein paar Black Tusk NPCs, die hier rumlaufen. Der Boss, der da drin ist, der hat auch einen Cowboy-Hut an. Und wenn ihr ihn killt, dann bekommt ihr die Sachen, die ihr braucht, um das Projekt zu beenden. Und könnt dann endlich den Dodge City Revolver Holster craften. Die Coyote Maske ist unser nächstes exotisches Ausrüstungsteil und auch mit eines der stärksten exotischen Ausrüstungsteile. Die kommt komplett in Rot, ist komplett offensiv aufgestellt und hat das Talent Rudelinstinkt, was sehr, sehr cool ist für einen selbst und für die Gruppe. Wenn mehrere in der Gruppe, wenn in der Vierergruppe 2 davon die Maske tragen, mit unterschiedlichen Spielstilen bekommt man nahezu alle Buffs abgedeckt für die Gruppe. Das ist sehr, sehr cool.
Das Talent, wie gesagt, Rudelinstinkte. Sie und alle Verbündeten erhalten einen Bonus, der auf Entfernung des zuletzt getroffenen Gegners beruht. Bei 0 bis 15 Metern sind es 25% Schaden durch kritische Treffer für alle, 10 bis 25 Metern 10% Schaden durch und 10% Chance auf kritische Treffer. Und bei über 25 Metern, wenn man gerne sniped, dann hat man 25% Chance auf kritische Treffer, was wirklich ein krasser Wert ist. Das halt, wie gesagt, für das komplette Team sehr, sehr coole Maske. Wo bekommt ihr sie her? Exotische Behälter helfen definitiv. Zielgerichteten Loot für Masken, auch dort ist sie zu Hause. Und ihr könnt sie war damals in der Season 1, in der allerersten Season auch als Belohnung mit drin. Und ihr könnt sie im Jefferson Trade Center am Ende vom Boss, der hat nochmal eine extra Chance, die zu droppen. Das heißt, solltet ihr hier zielgerichteten Loot auf Jefferson Trade Masken haben, plus die Chance beim Endboss, habt ihr hier die höchste Chance. Ansonsten halt zielgerichtet Loot für Maskenfarmen, wie jetzt hier im Gebiet Foggy Bottom. Einfach drauf los und viel Glück dabei. Katharsis Maske ist unser nächstes exotisches Item. Und diese Maske, auch optisch sehr, sehr cool, an so eine klassische Gasmaske angelehnt, ist ein sehr, sehr cooles Exotic, welches auch ein super Talent hat, was im PvP sehr oft Verwendung findet. In manchen Solo-Builds, wo man einfach ein bisschen mehr Survivability braucht. Und in Tank-Builds ist sie sehr, sehr gut zu Hause, weil das Talent Teufelskreis, wenn sie Schaden nehmen, bilden sie Stapel bis zu einer Größe von 30. Jeder Stapel gewährt 1% Waffenschaden. Wenn sie bei maximaler Stapelanzahl Schaden nehmen, kommt es zu einer Bereinigung und sie verlieren alle Stapel und Statuseffekte. Gleichzeitig entsteht eine heilende Wolke, die 10 Sekunden lang bei ihren Verbündeten in der Wolke 5% der maximalen Rüstung wiederherstellt. Bedeutet einfach, wenn ihr Damage bekommt mit ihr, also ihr teilt ein bisschen mehr Damage aus, habt eh durch den blauen Rüstungskern und die durchgeführten Reparaturen und die Rüstungsregeneration, seid ihr eh gut aufgestellt und bekommt halt, wenn ihr Schaden nehmt, zusätzlich eine Wolke unter euch. Ihr seht es dann, so eine kleine grüne Wolke, in der ihr dann drin stehen bleiben könnt, um Rüstung zu regenerieren. Das gilt halt, wie gesagt, nicht nur für euch, sondern auch für eure Teammitglieder, wenn sie in eurer Nähe stehen. Sehr, sehr cooles Teil. So, die gab es damals in der Season 9 im Titel-Update 15. In der Season 9 als Season-Belohnung im Season-Pass. Und ihr könnt sie über zielgerichteten Loot für Masken farmen und in exotischen Behältern könnt ihr sie bekommen. Die Niedertracht-Maske, eine der coolsten im Spiel, finde ich, mit einem ganz speziellen Talent. Und in manchen Builds wirklich, wirklich nice. Außerdem sieht sie richtig cool aus, meines Erachtens. Und zwar, diese Maske hat 10% Statuseffekte, 10% Gefahrenschutz und bringt uns das Talent toxische Lieferung. Statuseffekte fügen zusätzlich einen 10-sekündig anhaltenden kontinuierlichen Schaden zu. Also sobald man Statuseffekt brennen, verwirrt, blind, ihr wisst, was ich meine, auf den Gegner drauf macht, tickt diese Maske zusätzlich. Der angerichtete Schaden entspricht der Sprengkraft. Schadens der Sprengkraft der Sprenggranate und wird vom Statuseffekt-Attribut beeinflusst. Hier einfach Explosionsschaden, wenn ihr den habt auf einer Ausrüstung, den hochballern, plus Statuseffekt-Attribut, könnt ihr halt hier den Tick, den die Maske verursacht, zusätzlich noch hochballern. Die Maske war damals am Anfang, als die Seasons angefangen haben, zur Season 3 als Season-Belohnung im Season Pass mit drin. Und jetzt könnt ihr sie finden über zielgerichteten Loot für Masken und natürlich in exotischen Behältern. Die Ninja Bike Messengers Knieschoner. Was soll man sagen zu denen? Sehr, 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 sehr speziell. Nicht wirklich gut und sehr, sehr speziell. Was können die Dinger? Die sind komplett offensiv aufgestellt. Ihr seht es. Waffenschaden, Chance und Schaden durch. Mit dem Talent Parcours. Durch einen Deckungswechsel oder das Überspringen einer Deckung wird ihre gezogene Waffe nachgeladen und sie erhalten 5 Sekunden lang 25% Bonusrüstung. Wenn das zweite Talent ein bisschen stärker wäre oder ein bisschen anders da aufgebaut wäre, dann könnte man das bei Waffen, die einen langsamen Reload haben und ein großes Magazin, könnte man da ein bisschen was rausholen. Wenn das zweite Talent nicht so Schrott wäre. Deswegen eventuell, ich hoffe, die werden nochmal überarbeitet, weil das Prinzip ja an sich ganz gut ist, aber es fehlt einfach zu viel auf dem Item, als dass man den Spielstil so gut fliegen könnte und oder nicht da was anderes lieber mitnimmt. Deswegen, ja, leider nicht ganz so toll, meines Erachtens nach. Wo
Wo bekommt ihr die Teile? Die Teile bekommt ihr in exotischen Behältern, zielgerichteten Loot für Knieschoner und aus der Dark Zone, aus den Airdrops, aus den Supply Drops mit einer Chance von 3%. Unser nächstes Item sind die Sawyers Knieschoner. Und ja, ich sollte aufstehen. Siehst du nicht gut? So, nee. So, sind die Sawyers Knieschoner. Und die sind auch ganz gut. In entsprechenden Builds kann man die definitiv gut nutzen. Die sind ziemlich defensiv aufgebaut. Hier hätte ich mir eine offensivere Variante tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Allein dem Talent geschuldet, weil es auch also ein sehr gutes Talent ist für Sniper-Builds zum Beispiel, wenn man in der Deckung ist. Und zwar, pass auf, das Talent ist nicht zurückweichen, kann durch Explosionen nicht ins Wanken gebracht werden und der gesamte Waffenschaden wird für jede Sekunde, die man sich nicht bewegt, um 3% erhöht, kann bis zu 10-mal gestapelt werden und geht verloren, wenn man sich bewegt. 10 Sekunden, nachdem man sich bewegt hat, gehen alle Stapel verloren. Quasi, man kann in der Deckung sitzen und dann baut sich halt dieser Buff unten auf. Na gut, jetzt nicht, das hat er sich eben aufgebaut. Er baut sich dann auf, hält dann und man kann in die nächste Deckung gehen. Da sieht das. Sehr, sehr cool, wie gesagt, für Sniper-Builds und so, wenn man Bock hat, aus der Deckung raus. Ist ziemlich gut. Wo bekommt ihr das Ding her? Zielgerichteten Loot für Knieschoner natürlich. Exotische Behälter, da können sie auch drin sein. Und Hyena-Mobs und Hyena-Bosses. Einfach ein bisschen drauf achten, wo die Hyena unterwegs sind. Hier haben wir Outcast. Hier einfach drauf achten, dass ihr hier entweder die Mission macht von den Hyena oder halt bevorzugt hier die Checkpoints. Und dann solltet ihr die beste Möglichkeit haben, da ranzukommen. Der Acosta Notfallrucksack, den habe ich beim Zusammentragen aller meiner Exotics, um sie zu zeigen, fehlte mir genau der. Ich habe nur die beiden hier, weil, ja, man kriegt ihn eigentlich hinterhergeschmissen. Ihr kennt diese Lootboxen hier, die überall auf der Welt in der Open World verteilt sind. Ihr erkennt es auch jetzt hier mittlerweile an den Schließfächern. Ihr könnt die ablaufen und habt hier in diesen Fächern jeweils eine 3% Chance auf den Acosta Notfallrucksack. Im Notfall hätten wir jetzt keinen, ist aber auch nicht schlimm, weil ihr A, zu bombardiert wird mit dem und B, ist er nicht wirklich gut. Das Talent vom Acosta, ich blende ihn euch ein, ist eine in der Hand. Wenn man eine Granate wirft, dann bekommt man diese Granate wieder und man bekommt daraufhin einen Fertigkeitenrang für 5 Sekunden. Wenn man auf Fertigkeitenrang 6 ist, haut man sich so in den Overcharge, in die Überladung. Das andere Talent ist 2 im Beutel. Man bekommt ein Rüstungskit mehr, man bekommt 3 Granaten mehr, 25% mehr Munition, 10% Reparaturfähigkeiten und 10% Statuseffekte. Im Prinzip, man hätte so viel mehr Gutes aus dem Rucksack machen können. Meines Erachtens leider nicht wirklich guter Ding. Aber wie gesagt, so kommt ihr dran. Hier über diese Boxen mit einer 3% Chance und natürlich über zielgerichteten Loot, über Rucksäcke und in exotischen Behältern. Kommen wir zu einem meiner Lieblings-Items, tatsächlich schon in Division 1 sehr, sehr cool gewesen. In Division 2 lässt das Ganze jede Menge ganz spezielle Builds und Varianten zu, die man basteln kann. Und zwar ist der Ninja Bike Rucksack. Der kommt auch wie der Memento Rucksack in einem Rainbow-Format. Man bekommt Waffenschaden, bekommt einen Rüstungskern und man bekommt Fertigkeitenrang. Dazu das Talent einfallsreich, passt zu einem beliebigen ausgerüsteten Ausrüstungsgarnitur oder einem Markensatzobjekt, Alter. Um den Ausstattungsbonus freizuschalten, kann gleichzeitig Boni mehrere Sätze freischalten. Das klang jetzt so unverständlich beim Vorlesen, ich erkläre es euch besser. Pass auf, wenn ihr ein Item habt, sobald ihr ihn anhabt, geht es zum Beispiel hier auf Walker und Harris. Und ihr seht, Walker und Harris, normalerweise tragen wir einen Teil, was uns 5% Waffenschaden geben würde. Durch den Ninja Bike Rucksack bekommen wir den zweiten Bonus aber geschenkt on top und haben somit den 5%igen Rüstungsschaden auch noch mit dabei. Gleiches gilt halt für alle anderen Sachen hier. Wenn ihr jetzt 2 Teile von Providence Defense zum Beispiel tragen würdet, würden wir Kopfschussschaden, Chance auf Crit und den Schaden durch auch bekommen. Das gleiche gilt halt auch hier für die Gear Sets. Wenn ihr die tragt, zum Beispiel hier Stürmer, würdet ihr 3 Teile von tragen, inklusive dem Ninja Bike, würdet ihr den 4 Teile Bonus Wagnis des Stürmers auch bekommen. So könnt ihr euch denken, könnt ihr ein bisschen puzzeln, ne? Ein bisschen hin und her schieben alles und könnt euch ganz spezielle Sachen bauen, die für einen ganz speziellen Spielstil sind oder die einfach Spaßbuilds sind. Ne? Also sehr, 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 sehr cooles Teil. Den Ninja Bike Rucksack, den gab es in der Season 11
als Belohnung in dem Season 11 Pass und tigerischen Loot für Rucksäcke und exotische Behälter sind jetzt eure beste Möglichkeit, da ranzukommen. Habt ihr euch auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr cooler Rucksack. Kommen wir zu dem in meinen Augen besten exotischen Ausrüstungsgegenstand im ganzen Spiel. Besonders interessant für Solo-Spielern, absolutes Must-Have, weil es jede Menge Damage gibt und jede Menge Survivability. Und zwar ist das der Memento-Rucksack. Der Memento-Rucksack ist im Rainbow-Stil aufgebaut, gibt uns drei Kernattribute auf einmal: Waffenschaden, Rüstung und einen Fertigkeitenrang. Und hat ein ganz besonderes Talent. Das Talent heißt Kill bestätigt. Wenn ihr einen Gegner tötet, verliert ihr diese Muskelmänner. Seht ihr da diese kleinen Trophäen? Wenn die aufgesammelt werden, gibt es eine Stärkung von kurzer und eine von längerer Dauer. Die erste skaliert mit der Anzahl der angelegten Kernattribute und hält 10 Sekunden lang an. Jedes rote Kernattribut gibt 5% Waffenschaden. Jedes grüne gibt 10% Bonusrüstung. Und jeder Fertigkeitenrang gibt 5% Fertigkeiten Schaden. Für jede aufgesammelte Trophäe erhalten sie zusätzlich 300 Sekunden lang plus 1% Waffenschaden, der 5 Minuten hält, das ist echt krass, plus 1% Fertigkeiten Effizienz und 0,1% Rüstungsregeneration, was sehr, sehr cool ist. Bei den maximalen Stapeln habt ihr da richtig krasse Werte, besonders Fertigkeiten Effizienz, was euer komplettes Spektrum an Fertigkeiten bufft, sei es Schaden, sei es Dauer, sei es Lebenspunkte, alles, was ihr euch denken könnt, fällt unter Fertigkeiten Effizienz, was das Ganze extrem stark macht. Also ein absolutes Must-Have für alle, die Quereinsteiger sind oder Neueinsteiger sind, die das noch nicht haben. Fokussiert euch auf den Memento-Rucksack, weil er wird euer Leben um ein Vielfaches erleichtern. Wo bekommt ihr ihn her? Auch eigentlich ganz einfach, er war damals in der damaligen Season 3 war er als Belohnung mit drin und jetzt könnt ihr ihn ganz einfach über exotische Behälter, wenn ihr das Glück habt entsprechend, exotische Behälter und zielgerichteten Loot für Rucksäcke farmen. Oh, die nächste Rüstung, die ich euch zeige, ist die Ridgeways Stolz. Die Brust gibt es über ein Summit-Projekt im Summit selbst und das Ding ist komplett offensiv gebaut. Ich finde es tatsächlich ein cooles Teil. Das Teil hat das Talent Blutiger Vorteil. Wenn Gegner im Umkreis von 15 Metern getroffen werden, wird dem Ziel blutende Wunde zugefügt. Die Regeneration von 3 bis 48% der Rüstung basiert auf der Anzahl der blutenden Gegner im Umkreis von 15 Metern. Reparaturstärke pro Anzahl blutender Gegner ist bei einem 3%, bei 2 6%, bei 3 12, bei 4 24 und bei 5 48% Rüstungsregeneration. Wenn ihr da ein bisschen spammen könnt, euch mitten in die Gegner reinstellt und sprayt ein bisschen und alle bluten durch euch, dann habt ihr eine Rüstungsregeneration. Das ist absolut abartig. In Kombination mit anderen Sets ein sehr, sehr cooles Teil zum Basteln. So, wo bekommt ihr die her? Wie gesagt, wir hatten es schon angesprochen über das Summit-Projekt. Ihr müsst ein paar Teile farmen. Das Projekt zeigt es euch genau an, was ihr braucht. Und ihr müsst so ein paar ganz spezielle Komponenten sammeln. Die sind, wenn ihr den Summit gespielt habt, es gibt so eine gelbe Schlüsselkarte, die ihr aufsammeln könnt und dann habt ihr immer die Möglichkeit, eine Kiste aufzumachen, wenn ihr den entsprechenden Schlüssel aufgesammelt habt. Und in dieser Kiste befindet sich dann jeweils eine Komponente, die ihr braucht. Die erste Komponente ist die normale Rüstungs-Armor-Komponente. Die findet ihr in den Stockwerken 1 bis 10. Da müsst ihr drauf achten. Die nächste ist die harte Schulter, die Schulterpads. Die bekommt ihr in den Stockwerken 11 bis 20. Wie gesagt, immer in diesen Stockwerken jeweils diese gelben Kisten aufmachen. Die nächste bekommt ihr in den Stockwerken 21 bis 50. Und zwar ist es dieses Hunting Knife, dieses Hunting Messer, dieses Jagdmesser. Die nächsten bekommt ihr dieses heroische Flaggenpatch, bekommt ihr in den Stockwerken 51 bis 80. Und das letzte, der legendäre Dogtag, bekommt ihr in Stufe 81, also in Stockwerk 81 bis 100. Schaut halt, wie gesagt, immer, dass wenn ihr einmal komplett durchlauft, ihr könnt da auch eine etwas leichtere Schwierigkeitsgrad einstellen, wo ich es euch nicht empfehlen würde. Und rennt dann dort einfach durch und achtet halt drauf, dass ihr immer in den entsprechenden Stockwerken den Kram mitnehmt und schaut, dass ihr die Komponenten bekommt. Nun solltet ihr eigentlich in euren Projekten ein extra Projekt für die Ridgeways Pride sehen, wo ihr bestimmte Sachen spenden müsst, unter anderem eine Waffe mit dem Talent Sadist und
die Scheißegal-Weste, die benannte von Badger Staff, die zum Beispiel und ein paar exotische Komponenten. Und danach müsst ihr noch ein bisschen was mehr machen. Ist eine ziemlich coole Questreihe tatsächlich, wo ihr dem Projekt hinterherjagt. Noch ein Tipp dazu, sobald das Projekt in die Schlussphase geht, müsst ihr unter anderem 2 abtrünnige Agenten und 2 Hunter killen. Da würde es natürlich reichen, wenn ihr hier im Summit oben nochmal die Hunter legt, wenn ihr im Stockwerk 100 seid. Oder im Countdown, da sollte das Ganze auch funktionieren. Und abtrünnige Agenten, ja, da wisst ihr, wie der Zufall so will. Entweder im Summit auch auf irgendeinem Stockwerk oder wenn ihr Kontrollpunkte angreift und dort danach angegriffen wird von den abtrünnigen Agenten. Die sollten nicht allzu lange dauern. Und wenn ihr das dann alles erledigt habt, kommt ihr schlussendlich an eure Ridge Race stolz. Unser nächstes exotisches Ausrüstungsteil ist das Bärtierchen, was optisch richtig, richtig cool ist. Ne? Das sieht richtig geil aus, das Bärtierchen. Und hat ein sehr, sehr cooles Talent für die komplette Gruppe. Ist ziemlich defensiv aufgestellt mit Rüstung, Sprengsatzwiderstand und Rüstungsregeneration. Und hat das Talent ablative Nanoplatierung. Immer wenn ihre oder die Rüstung eines Verbündeten bricht, gewinnt der 10 Sekunden lang 80% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Cooldown pro Verbündeten 45 Sekunden. Töten sie einen Gegner mit ihrer Spezialisierungswaffe, wird dieser Cooldown bei allen Verbündeten entfernt. Richtig, richtig coole Sache, müsst ihr euch vorstellen, wie das Talent unzerbrechlich nur für euch und für die komplette Gruppe. Sehr, sehr cooles Ding. Wo bekommt ihr sie her? Die bekommt ihr über zielgerichteten Loot für Brustschutz und exotische Behälter, sowie alle True Sons, Missionen und Bosse, was das angeht. Ihr könnt hier die beste Chance ranzukommen, kann ich euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr hier Lincoln Memorial lauft. Dort habt ihr so viele True Sons Bosse wie in sonst keiner Mission und wiederholt die ständig. Die ist auch schnell durchgelaufen, wenn ihr die Brust wollt. Und so kommt ihr am schnellsten dran. Je nachdem, wie auch der zielgerichtete Loot hierfür eingestellt ist, seht ihr dann hier, hättet ihr dann nochmal eine größere Chance. Kommen wir zum nächsten exotischen Item und das ist die Sammlerbrust. Die Sammlerbrust im Jahr 5, Season 2, ihr seht es hier, ist sie im Season Pass mit drin auf Level 85 für alle. Und solltet ihr es noch schaffen, bevor die Season 3 beginnt, neue, dann könnt ihr sie wenn ihr einfach ein bisschen grindet, ein paar Level, könnt ihr sie hier drüber direkt bekommen. Ansonsten wird sie nach der Season, die jetzt im Februar beginnt, die Season 3, wird sie dann im normalen Lootpool zu finden sein. Also exotische Behälter plus zielgerichteten Loot für einen Brustschutz. So, aber was kann das Teil? Schau es uns an. Das Ding ist komplett rot, komplettes offensives Item mit Waffenschaden, Chance auf Crit und Schaden durch und hat das Talent Horter. Plus 3 Granatenkapazität, plus 50% Granatenradius, plus 35% Granatenschaden, plus 25% Granatenschaden für jeden zusätzlichen Gegner im Sprengradius und es werden alle 30 Sekunden Granaten regeneriert, wenn du weniger als 2 Granaten im Inventar hast. Das Ding ist sehr, 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 sehr speziell. Alleine die Tatsache, dass man 30 Sekunden warten muss, bis Granaten regeneriert werden, aber auch nur dann, wenn du weniger als 2 hast, ist so ein bisschen ein Downer, der, wo ich mir sage, keine Ahnung, hätten sie da ein bisschen die Stellschraube ein bisschen fester gedreht, dann wäre sie deutlich angenehmer zu spielen. Aber mein nice to have für manche Builds, definitiv okay und ja. So, und das waren alle 18 exotischen Ausrüstungsgegenstände in Division 2 und wie ihr da rankommt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, konnte dem einen oder anderen ein bisschen was näher bringen und oder eine gewisse Idee, was er eventuell farmen möchte, für immer Bestimmtes zu bauen. Und das war es auf jeden Fall von mir. Ich bin raus, Leute, und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.